Good morning, Vietnam! Oder das, was dem Vietnam am nächsten kommt, der Campus Sursee. Wir begrüßen euch, Futsal-Fans, die keine Liebe und keine Familie in sich tragen und deshalb am Sonntagmorgen schon so früh unterwegs sind, zum Live-Spiel heute: Futsal Club Luzern gegen Futsal Minerva. Es ist heiß, heiß, heiß auf der Tabelle der Frauen der Swiss Futsal Women's League, nämlich die Futsal Club Luzern Frauen, die noch vor zwei Saisons Meister wurden, müssen jetzt um einen Playoff-Einzug bangen. Dafür brauchen sie etwas Schützenhilfe, aber vor allem heute einen Sieg. Sie treffen auf den überraschenden Zweitplatzierten auf Futsal Minerva. Minerva aus Bern, das Nonplusultra bei den Männern, bei den Frauen, ja. Aber im Moment sind sie auf dem zweiten Rang und können sogar vom ersten Rang träumen und damit die beste Playoff-Ausgangslage bekommen, die es gibt. Dafür brauchen sie auch einen Sieg und deshalb wird heute während 40 Minuten richtig gut Futsal gespielt, so hoffen wir. Und deshalb sind wir auch dabei hier in Sursee. Minerva spielt in Gelb von rechts nach links. Von links nach rechts werden wir das Futsal Club Luzern sehen. Luzern, das heute auf zwei wichtige Akteurinnen verzichten muss, auf Mannenpair und Imboden, beide nicht mit dabei. Schauen wir uns doch kurz die Aufstellungen beider Teams an. Luzern spielt heute mit Küttel im Tor, also nicht Fischer, Küttel. Dann haben wir Lovrinovic, Kappeli, Mirakai und von Niederhäusern. Auf der Bank sehen wir dann Bucher, Grüter, Krummenacher, So, Bachmann und Bigger. Bei den Gästinnen wage ich schon fast zu sagen, bei Luzern haben wir heute Jael Steiner, Fabienne Köppel, Joya Hirt, Lydia Dubach und Darlin Gye in der Startaufstellung. Spiel geht los, wir reden aber noch kurz über die Aufstellungen. Bazzi, Kernen, Di Pasquale, Buri, Selvaratna, Maura und Barci sind auch noch mit von der Partie beim Team von Kim und Fabian Santona, natürlich assistiert von Marco Vogelsang. Kim Buongiorno oder so wie er heißt. Trainer von Minerva. Nein, das ist der Trainer von Basel, Kim. Also tatsächlich Futsal Royalty heute vor Ort, Santona. Ich erinnere euch, die Uhr beim Futsal immer schwierig zu bedienen. Wir werden uns immer wieder anpassen, wenn es geht, um die richtige Uhrzeit zu zeigen. Für Fouls steht unsere Shots Clock oben über den Namen der Teams. Bei 5 Fouls kommt es zu einem direkten Freistoß ohne Mauer bei jedem weiteren Foul. Also 5 Fouls pro Halbzeit gilt es zu vermeiden. Das also die wichtigen Eckdaten. Wir sind ready. Mit Küttel und Lovrinovic. Das ist Kappeli und das ist von Niederhäusern. Einst unter unserem Freund Hugo Kostetzer beim Frauenteam Thun Berner Oberland angestellt gewesen. Nationalliga B. Und Ball draußen. Wie gesagt, Luzern heute mit dem Task, möglichst einen Sieg mit nach Hause zu nehmen, um sich die Playoff-Teilnahme zu sichern oder zu ermöglichen. Schützenhilfe wird dann auch noch benötigt auf Seiten der Luzernerinnen. Joya Lida Dubach hat was dagegen. Dubach, die letzte Woche von ihrem Heimverein als Woman of the Match bezeichnet wurde. Minerva hat das auf den sozialen Medien gepostet.
Erster guter Angriff, der Ball kommt von Guillet und dann noch Hirt, aber am Schluss kein Abschluss von Minerva. Köppel. Dubach spielt mit Guillet. Köppel, Guillet, der Motor dieser Mannschaft, Alin Guillet, macht das schön, findet Joya Hirt. Hirt spielt mit Dubach. Dubach zu Guillet. Guillet mit Köppel. Fabian Köppel ausgebildet bei den Young Boys. Auf dem Rasen. U19 Meisterin mit den Young Boys geworden, U17 Meisterin mit den Young Boys geworden. Mittlerweile spielt sie bei Worm und das Tor! Joya Hirt! Fackelt nicht lange und es steht 1:0. Joya Hirt trifft zum Leiden der Luzernerinnen. Da ist sie ganz frei. Fehler von der Luzernerin da, die sie eigentlich hätte decken müssen. Ich glaube, es war Kappeli mit der 15. Der Ball kommt von Guillet. Da, Fehler der Nummer 15. Und dann Hirt ganz allein am zweiten Pfosten. Joya Hirt. Joya Hirt trifft hier auf Zuspiel von Guillet. Joya Hirt. Perfekt, wir sind wieder im Live. Es steht 1:0 für Minerva und deshalb wird es schwierig für Luzern. Aber wie viele Remontadas haben wir vom Team von Timo Glanzmann schon gesehen? In ihrer Meistersaison haben sie einige an den Tag gelegt und erst vor 2 Wochen in Basel konnten sie einen Rückstand, einen 3:1 Rückstand wieder gut machen und 5:3 siegen. Gut gespielt von Guillet. Chance abgewehrt und nochmals abgewehrt von Lovrinovic. Von Mirakai, Entschuldigung. Die Chance, sie kam aus den Füßen von der Nummer 6, die hier nicht aufgeführt ist. Kann ich mir nur vorstellen, dass das Selin Buri ist. Mit der Nummer 6, denn hier ist keiner auf dem Matchblatt. Das ist ein Ding, das Futsalspielerinnen noch lernen müssen. Sie müssen die richtigen Nummern tragen, sonst wird es schwierig mit Professionalisierung und Erkennung des Spiels und so weiter, wenn sie die ganze Zeit die Nummern wechseln. Guter Angriff, aber keine Gefahr für das Tor von Küttel. Erneut ruft der Eckball. Schön gespielt, Chance für Buri und am Tor vorbei. Das war jetzt gut gespielt von allen Seiten hier. Schön der Ball in den Rückraum, aber Küttel mit den Händen noch dran. Gegenstoßmöglichkeit, aber Jael Steiner blockt so schnell sie kann. Chance auf der Gegenseite, Steiner geht dazwischen. Lässt da der Spielerin mit der Nummer 15, Barbara Bachmann, keine Zeit und keine Möglichkeit.
schnell ausgeführt von den Luzernerinnen. Mirakai. Nein, Lovrinovic, Entschuldigung. Und jetzt geklärt. Steiner. Der Ball läuft über Bazzi. Jetzt ist sie dazwischen und sofort der Abschluss. Und nochmals der Abschluss. Bachmann nach Grüter. Schauen wir uns das an. Fehler von Bazzi. Grüter wartet nicht lange, probiert es direkt. Steiner kann parieren und dann Bachmann und wieder Steiner. Jetzt Ball in den Rückraum, aber Grüter kam nicht mehr ran. Mirakai. Nein, Lovrinovic. Grüter. Grüter, Tor für Alina Grüter. Wie so oft ist es sie, die ihrem Team die Hoffnung wieder zurückbringt, Alina Grüter, der Oldie mit dem Goldie, mit dem goldenen Fuß. Alina Grüter bringt das 1:1 hier sehr schön gesehen. Doppelpassmöglichkeit mit der Kollegin, mit Mirakai und dann, nein, nicht mit Mirakai, sondern mit Kappeli, mit der Nummer 4. Und dann versenkt sie den Ball im Tor. Alina Grüter steht 1:1. Krummenacher, Entschuldigung, nicht Kappeli, Krummenacher war es, die da den Doppelpass gespielt hat mit Alina Grüter. Entschuldigung. Noch zu spielen in dieser ersten Halbzeit. Luzern ist wieder drin und gut der Versuch von Bucher. Oder Stefanie Bucher. Probiert es aus der Distanz. Zwingt Steiner zu einer Parade. Wieder Bucher, jetzt gelingt ihr der Pass nicht und der Ball gleitet auch ihrer Mitspielerin davon. Fabienne Köppel spielt mit Budi Köppel am Ball, kann ihn nicht kontrollieren, Fabienne Köppel. Und deshalb Küttel mit dem Auswurf. Das ist Kappeli. Von Niederhäusern, Kappeli, Bucher. Bucher spielt mit von Niederhäusern. Beide Teams verlegen noch. Sie wissen, um was es hier geht. Niemand will sich zu viel erlauben. Niemand will aus der Reihe tanzen. Der Ball kommt gut, aber Köppel kann ihn nicht kontrollieren. Bucher, gut gespielt. Bucher, jetzt wird das Pressing höher von Minerva, aber Grüter löst sich. Grüter spielt mit Küttel. Küttel bringt Bucher in Bedrängnis, aber Bachmann kommt zur Hilfe. 13:27 noch zu spielen. Fehler beim Einkick, deshalb Ball für Luzern. Schön dazwischen gegangen, Maurer mit der Chance, aber Grüter klärt, bevor Maurer da abziehen kann.
Nochmals ein Versuch von dieses Mal von der Nummer 16 von Buri, aber Luzern kann blocken. Ja, der vermeintliche Quali-Sieg würde Minerva natürlich was bringen. Er wäre natürlich nicht nur symbolisch, sondern auch gut, weil man so einen vermeintlich einfachen Gegner aus der Gruppe West bekommt. Aber man bräuchte dafür sowieso Schützenhilfe. Das heißt, Minerva kann heute auch ausprobieren, wie sie in den Playoffs spielen wollen, muss nicht unbedingt ein Sieg her. Sie wissen, sie haben die Playoffs auf sicher. Auf der anderen Seite Luzern, sie müssen heute noch alles geben und werden heute auch wahrscheinlich noch etwas mehr Gas geben müssen. Hier ein Abschluss von Minerva, aber Maurer findet das Tor nicht. Also wir können gespannt sein auf die Reaktion der Damen in Blau heute. Oh, da wäre die Chance gewesen, aber Krummenacher lässt den Ball entwischen. Da war sie kurzzeitig allein auf dem Slot. Gut gespielt. Maurer leitet weiter. Hirt muss aber einen Umweg nehmen, weil sie den Ball nicht in erster Instanz kontrollieren kann, Joya Hirt. Schön gespielt. Und jetzt Luzern mit Bachmann. Bachmann probiert es direkt, geblockt. Neuer Anlauf mit Alina Grüter. Grüter sucht am rechten Pfosten. Krummenacher aber mit vereinten Kräften können die Frauen aus Bern diesen Ball unter Kontrolle bringen. Und dann Jael Steiner, die ihn rauswirft. Große Prominenz hier in der Halle. Mr. Futsal himself, Miro Prskalo, ist da. Schaut seinem Team hier zu. Der Präsident vom Futsal Minerva. Für einmal auch bei den Frauen unterwegs. Steiner, uiuiui. Da hat sie sich kurzzeitig wahrscheinlich auf dem Rasenplatz wiedergefunden durch die Zorro-Maske, die sie anhat. Steiner, denn der Ball, der war weit, weit, weit zu breit geworfen. Aber Schiedsrichter gibt Freistoß. Freistoß für Luzern. Das könnte hier heikel werden. Von Niederhäusern legt ab. Oh, nee, Kappeli. Was war denn das? Was war denn das? Kappeli verliert den Mut. Hat aber Glück, dass der Schiedsrichter hier noch einmal eine Chance gibt. Dieses Mal hat's geklappt! Es hat geklappt! Es hat geklappt! Es hat geklappt! Sie trifft die Frau aus Luzern zum 2:1 mit der Nummer 5, Martina Kappeli. Martina Kappeli trifft zum 2:1 per Freistoß. Von Niederhäusern legt ab
und Kapeli findet Platz unter der Latte zwischen den Handschuhen von Jael Steiner und der Latte und es steht 2:1. Luzern dreht also das Spiel zum ersten Mal. Dank einem Freistoß, ich gebe zu, ich habe nicht wirklich gesehen, weshalb es diesen Freistoß gab. Vielleicht hätte Steiner den Ball nicht in die Hand nehmen dürfen. Ja, das sind so Momente, da wünsche ich mir wieder meinen Schiedsrichter-Experten neben mir. Kappeli bleibt hängen an Bazzi. Aber Luzern kann das gerade noch klären. Der Ball ist zu lange und dann Mirakai, die zu schnell. Die herbeieilende Grüter anspielen will und deshalb kommt der Ball nicht an. Joya Hirt, Vorstandsmitglied bei Minerva, Spielerin Guillet, aber gut geblockt von Alina Grüter. Wie gesagt, für Minerva ist das nicht der Weltuntergang, wenn sie heute nicht gewinnen. Die Playoffs, die sind ihnen sicher, der zweite Platz ist ihnen sicher. Aber Guillet will davon nichts wissen und trifft zum 2:2. Aline Guillet, die beste Frau in Gelb. Der lange Ball und Guillet macht das clever mit dem Außenrist. Das sieht sehr schön aus. Hier ein Kick eigentlich noch von ihr selber fabriziert. Dann der lange Ball von Joya Hirt und sie ist dann alleine vor Küttel und mit dem Außenrist legt sie ihn clever an Torhüterin Küttel vorbei. Timeout, 10 Minuten 24 noch zu spielen. Es steht 2:2. Stand jetzt Luzern nicht in den Playoffs. Hey Milo. Kurzes Timeout. Noch 12 Sekunden. Luzern führte kurz 2:1, nachdem Kapeli traf, aber mittlerweile steht es 2:2. Wie gesagt, ein Resultat, das Minerva nicht viel bringt, aber ihnen auch ein bisschen egal sein kann, während für Luzern das Playoff-Out bedeuten würde. So können sie nicht mehr in die Playoffs ziehen. Luzern, das einen großen Vorteil hat, sie haben bisher noch gegenüber den Futsal Club Lions einen Strafpunkt weniger. Aus irgendeinem Grund zählen die Strafpunkte bei den Frauen auch mehr als die Tordifferenz. Aber wie gesagt, Luzern braucht einen Sieg und Schützenhilfe der Blues oder von Mobulu. Nicht von Mobulu, Entschuldigung. Der Blues, die gegen Mobulu spielen. Oder der Rapiranas, die gegen die Futsal Club Lions spielen. Also Luzern heute das Team, das am längsten bangen muss, weil sie auch als erstes spielen. Das heißt, die können frühestens um 18 Uhr sogar nach Hause gehen, die Luzernerinnen, denn erst dann wissen sie gewiss, ob sie in den Playoffs sind oder nicht. Natürlich können sie auch schon früher nach Hause gehen und das Ganze bei uns hier live auf Upside schauen. Das ganze Turnier heute, der ganze Tag live auf YouTube. Guillet spielt mit Joya Hirt. Hirt versucht den Turbo zu zünden.
Aber Krummenacher ist etwas schneller als Hirt. Und deshalb geht es dann gar nicht mal so schnell, wie sie meinte. 9 Minuten 36. Kappeli, Grüter lässt den Ball gut hinter sich herliegen mit der Hacke und spielt Bachmann an. Aber aus dem Spielzug wurde leider nicht wirklich viel. Erneuter Anlauf. Das Team von Timo Glanzmann weiß ja, wie das geht. Kann Fußball spielen, kann Rückstände wieder herbringen. Futsal spielen können sie auch, ja. Grüter. Grüter probiert's am Tor vorbei. Glorreich sollen die Zeiten gewesen sein der Alina Grüter in der Nationalliga A und Nationalliga B. Das war leider vor der Zeit von Abseits, deshalb kann ich dazu keine Kommentare ablassen. Aber ich nehme an, das stimmt. Denn hier in der Halle macht sie einen sehr guten Eindruck, Alina Grüter. Schon seit einigen Jahren, wie jetzt hier der Block. Aber Dubach klärt. Nur leider etwas zu steil für Batzi. 9 Minuten 04 in dieser ersten Halbzeit. 2:2 steht es. Oh, der Pro-Versuch hier direkt zu spielen von Krapeli. Aber hat nicht geklappt. Lovrinovic hatte hier für sie den Einkick abgelegt. Mittlerweile schon 3 Fouls in dieser ersten Halbzeit für Luzern. Langsam kommen sie in einen heiklen Bereich. Sollten aufpassen, wie wir bei den Herren im Spitzenspiel Minerva gegen Maniacs gesehen haben. Können halt Fouls wirklich eine Partie beeinflussen? Futsal Minerva war unterwegs zur ersten Niederlage in der Saison gegen die Maniacs und haben es dann aber dank den Fouls unter anderem richten können. Oh, der Versuch von Kappeli am zweiten Pfosten, Krummenacher zu finden, war nicht schlecht, aber da war plötzlich eine Frau in Gelb schnell am Boden. Hier sieht nicht schlecht aus, aber perfekt gemacht. Von wem natürlich? Aline Guillet. Guillet, die ist überall und immer mit dabei. Aline Guillet. Ich ziehe meinen Hut. Kappeli, oh, Grüter bekommt den Ball nicht unter Kontrolle und haut ihn nur weit übers Tor. Das war da am zweiten Pfosten die Chance für Luzern, um erneut in Führung zu gehen. Der Ball draußen. 28 Minuten hat Luzern noch Zeit, sich einen Playoff-Platz zumindest möglich zu machen. Dafür müssten sie aber siegen. Ball bleibt hängen. Beziehungsweise ohne Strafpunkte könnten sie theoretisch heute sogar mit einem Unentschieden und mit Schützenhilfe der Rapiranias noch den Playoff-Platz holen. Das wäre dann aber viel Pech für Futsal Club Lion. Wenn das so kommen würde, wenn sie dann wegen eines Strafpunktes nicht in die Playoffs kämen. Aber hier Kappeli spielt mit Grüter. Ball in die Tiefe, aber Bucher ist natürlich nicht so schnell, wie der Ball kam. Da hätte nur Usain Bolt den vielleicht noch geholt. Küttel darf wieder mal den Ball berühren, war jetzt schon länger nicht mehr gefragt. Torhüterin Küttel, die heute Fischer ersetzt.
Bachmann holt einen Nine-Kick. Santona nimmt ein Timeout. Das haben wir auch schon länger nicht mehr gesagt, seit Santona als Fußballer den Rücktritt erklärt hat, als Futsaler. Hat aber natürlich im Moment nicht viel, um sich zu sorgen, Santona. Sein Team ist gut im Spiel, 2-2. Ein Sieg wäre schön, nice to have. Könnte aber sein, dass es nicht viel bringt. Es ist heute schon die Generalprobe für die Playoffs. Die Playoffs, die auf das Team aus Bern warten, auf das Team aus dem Weißenstein warten. Aus der Gruppe West sind schon 4 Playoff-Teilnehmer bekannt. AS Charmy mit Abstand Meister geworden, dann Racing Club Lausanne, Uni Futsal Team Bühl und AS Saint-Michel Fribourg, also zweimal Fribourg, einmal Lausanne, einmal Genf. Die warten. Minerva steht im Moment auf dem Platz, das gegen Futsal Bühl ran müsste in den Playoffs. Mit einem Sieg könnten sie vielleicht Saint-Michel, also Fribourg oder Fribourg, keine Ahnung, vielleicht hat Pescalo da eine Vorliebe, aber wahrscheinlich ist es den Bernerinnen etwas egal. Denn in den Playoffs zählt so oder so nur der Sieg. Ah, Ball unglücklich von Budi ans Gesicht von Bucher, aber die nimmt's ganz gekonnt. Wie Tyson Fury steckt sie den weg. Tyson Fury, Schwergewichtsweltmeister im Boxing. Der Gypsy King, wie man ihn nennt. Bucher legt ab, Chance für Köppel. Köppel wartet zu Di Pasquale. Und geklärt von Niederhäusern. Das ist einer dieser Tacklings, die ein Tor wert sein könnten. Schön gemacht, die Warber-Connection zwischen Köppel und Di Pasquale und dann von Niederhäusern, die vor dem Slot klärt. Sehr, sehr schön. Cinzia Di Pasquale, ihre Schwester, spielt beim Charmy. Die Di Pasquale-Schwestern, Fußballerinnen auf dem Rasen, die eine etwas höher als die andere. Mittlerweile spielt die Ältere, die mal einst bei Servette gekickt hat, bei Charmy Futsal. Also beide Schwestern Futsal-affin. Oh, Chance für Maurer, aber nein! Maurer! Hätte hier auch eine Mauer nicht getroffen. Der Ball rutscht hier über den Rist weit, weit am Tor vorbei. Die Intensität längst weg. Verpasste Chance für Sondrin Maurer. Kappeli spielt mit von Niederhäusern. Maurer macht Druck, aber von Niederhäusern hält Stand. Küttel, Lovrinovic. Lovrinovic, uiui, viel Druck, aber bekommt den Ball noch in den Kanal, in den Channel, aber da kann ihn dann von Niederhäusern nicht mehr kontrollieren. Köppel, Steiner ein erstes Mal aus dem Kasten raus, um das Spiel aufzubauen. Haben wir bislang noch nicht gesehen. Aktives Mitspiel der Torhüterin. Köppel, schön gespielt von Dubach. Di Pasquale kann den Ball nicht kontrollieren. Dubach, nein, Maurer und Köppel. Macht das schön mit der Hake, Fabian Köppel. Aber der Ball landet nicht im Tor. Hier, Maurer probiert es mit Kraft. Köppel am zweiten Pfosten probiert es dann mit Finesse. Aber setzt den Ball neben das Tor.
Grüter, die probiert's mit der Brechstange, Grüter, aber Budi haut einfach mal den Fuß dazwischen. Köppel. Köppel, aber der Ball draußen. Noch 5 Minuten und 32 in dieser ersten Halbzeit. Kurzweilige Halbzeit, 2 Tore. Aber irgendwie eine Entscheidung kommen wir noch nicht näher. Wie gesagt, mit dem einen Punkt könnte Luzern vielleicht irgendwie mit Schützenhilfe der Rapiranas und ohne weitere Fouls tatsächlich noch in die Playoffs kommen. Besser wäre ein Sieg, dann hätten sie bei 2 Spielen die Gelegenheit, Schützenhilfe zu erlangen. Oh, Grüter macht das gut, holt sich den Ball, nachdem Krummenacher da schon gute Vorarbeit geleistet hatte. Aber er ist draußen. Grüter, Krummenacher, oh, schade, Bachmann hat sich nicht getraut. Der Ball kam perfekt an den zweiten Pfosten, aber Bachmann blieb stehen. Jael Steiner, lang der Auswurf, aber gut geklärt von Lovrinovic. Futsal der Frauen im Moment leider auch noch nicht mit einer Frauennationalmannschaft gesegnet. Hoffentlich arbeitet der Fußballverband dran. Das Finale aber, kann ich euch sagen, das wird ein Highlight. Das wird hier bei Abseits live laufen. Das große Finale der Futsal League, Futsal Women's League, Swiss Futsal Women's League, wie das Branding sagt. Also zum ersten Mal live das Finale der Frauen. Gut gemacht eigentlich von Grüter, aber Bachmann heute noch nicht ganz wach. Konnte noch keinen Bachmann-Kaffee trinken, denn die Bachmann-Filiale in Source ist leider sonntags zu. Schade, schade, schade. Schön gespielt, Ball in die Tiefe, aber Küttel ist zur Stelle. Küttel mit Grüter. Bucher, der Ball ist jetzt da für Bachmann. Bachmann, ui! Joya Hirtz macht das Slopestyle, rutscht da in den Ball hinein. Das Parkett der Campushalle erlaubt ihr das. Keine Traktion für Joya Hirt und so konnte sie da in diesen Ball hineingrätschen oder sliden. Oh, schön von Bucher, dann die Verlängerung und Steiner. Eieiei. Jael Steiner muss eigentlich den Ball haben, wenn sie da rauskommt. Glück im Unglück für die junge Berner Torhüterin. Die heute das Batgirl gibt mit ihrer Gesichtsmaske. Bazzi. Das letzte Mal in Basel hat sie 4-mal getroffen, Karina Bazzi. Heute noch sehr unauffällig. Gie, die ist immer auffällig. Spielt mit Joya Hirt, aber Bachmann geht gut dazwischen. Noch 3 Minuten 24 bis zur Pause. Aline Gie findet die Mitspielerin. Bucher geht dazwischen. Bazzi holt sich den Ball zurück. Bazzi mit dem Dribbling. Hirt kommt noch ran. Jetzt Chance für das Team aus Bern. Aber nein, Krummenacher dazwischen. Krummenacher trifft ihn in den Pfosten. Nein! Das wär's gewesen. Krummenacher solo zur Führung. Aber nein, der Ball haut da an den Innenpfosten. Ja, Frau Krummenacher, mit runden Pfosten wäre das ein Tor gewesen.
Aber leider spielen wir hier auf Handballtore. Und deshalb blieb der Ball draußen. Neue Chance. Bucher wird vereitelt. Bucher. Hirt holt sich den Ball. Hirt gegen zwei. Verliert ihn schon wieder. Krummenacher legt ab. Grüter sucht und findet Bucher. Nein, Joya Hirt ist dazwischen. Hirt findet Köppel. Köppel sucht Gieda weit am rechten Flügel. Gerade noch gestört von Grüter. Ach, war das eine gute Chance von Krummenacher. Das ist das, was wir sehen wollen. Ein guter Konter. Der Ball perfekt gespielt mit dem Innenriss. Schöner Twist da auf dem Ball. Seitenspin und dann trifft er den Pfosten. Und wie gesagt, bei runden Pfosten wäre der Ball rein. Aber dass er eckige Pfosten sind, so haut er wieder raus. Schiedsrichter, keine Freude dran, dass Lovrinovic ihren Frust und Mut macht. Gelbe Karte für Lovrinovic, das könnte dem Team Tauäuer zu stehen kommen. Schiedsrichter mit der Lockenpracht, der ein bisschen aussieht wie Charles Grüter, Trainer der Red Boots Aarau, macht sich heute keine Freunde mit dieser Karte. Lovrinovic spielt und findet Mitspielerinnen. Mirakai legt ab. Ein Kick für Minerva. Gie könnte jetzt die Zeit von der Uhr laufen lassen bis zur Pause. Köppel, Hirt, zu viel Kraft bei diesem Zuspiel von Joya Hirt. Einst im Trikot der Femina Kickers Worb, eine gefürchtete Außenverteidigerin Joya Hirt, mittlerweile in der Halle. Wichtiger Bestandteil dieses Teams, Minervas Captain, Vorstandsmitglied. Aber mit solchen Zuspielen wie jetzt nicht wirklich gefürchtet. Aber mit Zuspielen wie vorhin zum 2 zu 2, ja, da muss man Angst vor ihr haben, vor Joya Hirt. Fabian Köppel. Dubach, gut dazwischen gegangen von Kapeli. Köppel hält den Ball im Spiel. Sie probieren es nochmals. Gie, aber lässt den Ball dann rauskullern. 1:27. 2:2 steht es. Kötel. Mirakai bringt sich in Bedrängnis gegen Dubach. Wie oft ging Luzern schon in einer misslichen Lage in die Pause und ist dann in der zweiten Halbzeit zurückgekommen? Schaffen sie es dieses Mal auch? Oder ist Minerva eine Nummer zu groß? Köttl hat den Ball. Lovrinovic. Schön das Zuspiel. Köppel verliert das Kopfballduell. Mirakai lässt den Ball rauskullern. 59 Sekunden noch. Schön gespielt. Köttl. Luzern kann aufbauen. Lovrinovic unter Druck. Gie. Der Ball wird nach vorne geschmettert. Über Umwegen. Hätte Mirakai deine Chance bekommen. Lässt ihn aber entgleiten. Nochmals 37 Sekunden. Der Ball kullert raus, noch 32 Sekunden. Köttl, das ist der letzte Angriff für Luzern. Bucher. Kapeli, Köppel geht dazwischen, Hirt. Gie, lässt sich Zeit, spielt mit Dubach. Lydia Dubach, wohin mit dem Ball? Köppel,
Doppelpassmöglichkeit, ja, schön, Dubach, Küttel, nichts passiert, Köppel, nein! Da geht sie noch dazwischen, die Frau mit der Nummer 5, Kappeli. Dubach legt ihn nochmals zurück, aber Kappeli geht dazwischen. Erlaubt nichts. Hier sehen wir nochmals. Nein, wir gehen ins Live für die letzten paar Sekunden. Uiuiui! Küttel! Küttel macht ihren Namen aller Ehre und wie eine Frau mit der Kutte hält sie die Beine zusammen und deshalb steht es hier weiterhin 2:2. Ein kleiner Kleriker-Joke für die, die sich auskennen. Und dann im Nachfassen, kein Buzzerbeater. Wir gehen in die Pause mit der Top-Parade von Küttel. Ja, Minerva ging in Führung, doch dann kam Luzern zurück, es stand 2:1. Aber Minerva hat sich den Ausgleich wieder geholt. Wir gehen mit diesem 2:2, das keinem Team wirklich was bringt, in die Pause und warten auf die nächsten 20 Minuten, die sicherlich actiongeladen sein werden.
Zweite Halbzeit, zweite Intensität. 19 Minuten noch bringen uns vor einer Vorentscheidung. Darf Luzern, Meister vor 2 Jahren, noch auf einen Playoff-Einzug hoffen? Oder wird Minerva hier ihnen diesen Traum zunichte machen? Luzern braucht einen Sieg und etwas Schützenhilfe. Mit einem Sieg ist es halt einfach etwas einfacher als ohne Sieg. Minerva ihrerseits kann irgendwo, vielleicht weit weg, noch hoffen auf den Gruppensieg. Aber auch dafür bräuchten sie Schützenhilfe und es sieht nicht danach aus, weil halt das Team der Blues im Moment sehr, sehr abgeklärt wirkt. The Blues mit 21 Punkten haben sie nur ein Spiel verloren, nur einmal Punkte liegen lassen. Und deshalb wird es schwierig für Minerva. Aber so, so entscheidend ist es auch nicht, denn es ist Fribourg oder Fribourg, das auf Minerva wartet. Bei einem Gruppensieg ist es Saint-Michel. Bei einem Gruppenzweiten Platz wäre es Uni Fribourg Timbül, das auf sie wartet. Also beides akzeptable Gegner für Minerva. Minerva, das eins weiß, sie sind auf sicher Zweiter, das kann ihnen niemand nehmen. Eine doch überraschende Saison für das Team von Santona, das ja, bei den Herren sicherlich das Nonplusultra des Futsals in der Schweiz ist, aber bei den Frauen noch nicht ganz auf dieser Höhe stand. Aber jetzt doch allmählich sich in die oberen Ränge bewegt. Mit Karina Bazzi, die hier zu Boden geht. 8 Minuten 22. Bucher. Ui, Fehler von Bucher. Wollte sie ganz clever ein Trickchen machen und hat sich dann selber ausgetrickst. Auch das geschieht. So geht es mir, wenn ich einen neuen Diätplan starte, will ich ganz clever den austricksen und trickse mich selber aus. Bazzi! Uiuiui! Das war dann gut von Küttel. Ei! Plötzlich hat der Bazzi den nahen Pfosten anvisiert und plötzlich war dann Küttel da zur Stelle. Das hat mir gefallen. Kurz, oh. Da habe ich kurz das Baby erschreckt wahrscheinlich, tut mir leid. Sehr schön hier bei Futsal sieht man, ein Familiensport. Ist natürlich keine Kälte, es ist angenehm in den Hallen. Meistens gute Parkplatzmöglichkeiten. Futsal ist eine Familienangelegenheit. Küttel, Bucher, Bachmann, aber Di Pasquale ist da. Guter Haken von Cinzia Di Pasquale. Fabian Köppel. Oh, Ball rutscht durch, aber Di Pasquale wieder schneller als Krummenacher. Ja, Bucher kommt dazwischen. Krummenacher hat die Chance und Steiner. Und nochmals Krummenacher und nochmals Steiner. Kurze Aufregung hier. Eieiei. Was war hier los? Fehler von Guillet, die sonst nie Fehler macht. Und dann Krummenacher, die an Steiner scheitert. Und nochmals Krummenacher und nochmals Herr Steiner zur Stelle. Jael Steiner gewinnt also das Privatduell mit Krummenacher. Zweimal Köppel bricht durch, aber Lovrinovic mit einem sauberen Tackling. Schöner kannst du es nicht machen. Das Team von Timo Glanzmann, Assistenztrainer der gehörlosen Nationalmannschaft im Futsal,
Einer der meiner, die das überhaupt hier ermöglicht haben, der Futsal lebte lange vom Engagement der gehörlosen Nationalmannschaft, der Herren und der Frauen vor allem. Sie haben das Grundpflaster gelegt dafür, dass wir jetzt die Premier League haben, dass wir jetzt auch die Women's League haben und sogar die Second League. Köppel, aber der Ball gleitet durch ins Out. Grüter versucht durchzubrechen. Grüter holt sich den Ball zurück. Alina Grüter macht den Haken, findet. Oh, Köppel, die ihn verliert. Batzi jetzt unterwegs. Batzi. Ui, der Ball ist etwas zu viel für sie. Guillet kann ihn dann aber noch kontrollieren. Und schön der Abschluss, aber in die Hände von Küttel. Das Spiel nimmt Tempo auf. Das Spiel nimmt Laune auf. Vielleicht hat das aber auch mit meinem Kaffee zu tun. Wir werden es sehen. Ein Kick für Joya Hirt. Ball draußen. 15 Minuten und 30 Sekunden noch zu spielen. Dubach findet Joya Hirt. Hirt gut gespielt, aber Dubach etwas zu langsam für diesen Ball. Gut gespielt, Joya Hirt hat viel Platz, sucht, findet Mitspielerin. Maura, aber die spielt dann in die Füße der Gegenspielerin. Zoe. Grüter macht das gut mit dem Haken und holt sich dann auch noch einen Foul. Sehr, sehr abgeklärt. Alina Grüter mit allen Wassern gewaschen. Die Veteranin im Team, Luzern. Zoe spielt zurück. Ball bei Grüter. Grüter nimmt Fahrt auf am Flügel, bekommt den Einkick. Nein, der geht an das gegnerische Team. Buri darf. Joya Hirt. Hirt sucht, findet Mitspielerin Maura, aber dann sind sie dazwischen. Bucher und Mirakai. Mirakai, Grüter. Grüter wartet auf Verstärkung. Grüter dreht sich, probiert es alleine, sucht dann Bucher, aber die war schon zu weit weg. Beide Teams haben ein Foul bislang, wie ihr an der Shot Clock gekennzeichnet seht. 2:2 steht es, ein Resultat, das keinem auf dem Feld wirklich was bringt. Luzern braucht ein Tor mindestens, um mit einem Sieg sich eine bessere Ausgangslage zu verschaffen, nicht auf Strafpunkte angewiesen zu sein. Dafür haben sie noch 13 Minuten und 31 Sekunden. Lovrinovic.
spielt mit von Niederhäusern. Von Niederhäusern sucht So. So holt sich den Ball. Gut gespielt mit Lovrinovic. Lovrinovic legt ab von Niederhäusern, müsste abziehen, traut sich nicht. Es geht in die zweite Runde und wieder können sie klären. Die Frauen in Gelb von Minerva. Maurer war da gut in die Chance hineingerutscht. Aber was wäre gewesen, wenn Leonie von Niederhäusern sich da Mut gefasst hätte und einfach abgezogen hätte, als sie da frei stand. Hätte Jael Steiner wirklich diesen Ball noch kontrollieren können. Küttel probiert, aber im Slot ist niemand und Küttel bringt den Ball auch weit vom Tor weg. Steiner mit Maurer, nein, mit Budi. Schießt die Gegnerin an. Dubach. Dubach legt ab und dann Hirt mit Maurer. Maurer probiert's, aber Küttel kann einstecken. Küttel von Niederhäusern. Miedekai von Niederhäusern mit Küttel. Wieder von Niederhäusern. Lovrinovic. Gut gespielt. Von mit Kappeli, die hängen bleibt, aber Lovrinovic klärt. Viel Rotation im Moment beim Team von Glanzmann. Irgendwie ist er mit niemandem wirklich so zufrieden auf dem Platz. Die Intensität, sie fehlt etwas. Der Ball kommt an den ersten Pfosten und Küttel klärt. Und das ist einfach Zeit, die auf der Uhr kleben bleibt, die keinen von uns zufrieden stellt. Küttel wehrt ab. Krummenacher. Lovrinovic, Kappeli. Wieder Krummenacher, aber gut gelesen von Dubach. Dubach 3 gegen 3. Dubach und gut von Lovrinovic dazwischen gegangen. Die probieren es nochmals. Budi legt ab. Maurer, Tor! Sandrin Maurer! Trifft und es steht. 3 zu 2 für Minerva, hier der Fehlpass von Krummenacher und dann geht's schnell und Maurer macht das clever, bringt den Ball zwischen den Beinen von Lovrinovic und an den Händen von Küttel vorbei. Hohe Druckphase von Minerva, aber dann hier entscheidend der Fehlpass von Frau Krummenacher. Budi reagiert schnell und dann ist es Tor. Mal schauen, ob Luzern reagieren kann mit Alina Grüter. Miedekai. Grüter, Miedekai. Aber die Pasquale erklärt. In Basel, da konnte Luzern den Rückstand, der war sogar noch etwas größer, wettmachen. Aber Minerva ist nicht Olympic Futsal Basel. Minerva ist ein anderes Kaliber. Minuten 32. Luzern braucht 2 Tore. Bucher, Grüter, Grüter. Grüter.
Gut abgelegt, Chance für Luzern, nein. Cinzia Di Pasquale ist dazwischen. Küttel. Grüter. So. Bucher. Ah, Bucher kann den Ball kontrollieren. Grüter muss sich wegdrehen, findet So. So, mit Bucher. Bucher behauptet den Ball gegen Bazzi, kann ihn aber nicht im Spiel halten. Chance für die Pasquale und dann Bazzi und dann Köppel. Uiuiui. Das wäre fast noch Slapstick-mäßig zum 4:2 geworden. Die Pasquale, Ball abgewehrt, Bazzi, Ball kommt nicht direkt, abgewehrt und dann wäre Köppel fast so in den Ball gefallen, dass es zum Tor geführt hätte. Doch die Futsalgötter, die hatten keinen Bock auf Slapstick. Jetzt kommt die Bucher. Nein, verliert den Ball. Das sind dann so kleine Dinge, bei denen ich mich immer frage, wenn wir nicht so unchristlich früh unterwegs wären. Wenn dieses Spiel um 15 Uhr angepfiffen worden wäre. Hätte sie diesen Ball da auch verloren? Oder hätte sie den kontrollieren können? Der frühe Sonntagmorgen sollte nicht Schauplatz für ein wichtiges Spiel sein. Bucher. Gie spielt mit Köppel von Niederhäusern, klärt. Gie im Konter, Gie, zwei Gegner, ist Gie und gut geklärt von Kappeli. Da hatte Gie den Konter gut eingeleitet, Alin Gie. Ein anderes Kaliber an Futsalspielerin, sehr versiert, sehr talentiert. Minuten 58. Wann erwacht Luzern? Wann können sie das Schlussfuriosum bringen, dass sie zwei Tore bringt, das sie brauchen, um dieses Spiel für sich zu entscheiden? Ist es jetzt mit von Niederhäusern? Die spielt mit Kappeli. Kappeli weiß nicht, was machen. Die Pasquale macht ihr zu viel Angst. Dann der Haken von Niederhäusern kommt dazwischen. Lovrinovic, das Pressing, das Santona seinem Team beigebracht hat, das zieht. Luzern kommt nicht raus. Sie probieren es, aber es geht nicht mit von Niederhäusern. So viele Jahre hat er auf dem Feld selber verbracht, Santona. Da weiß er natürlich, wie man Gegner frustriert. Und im Moment, da klappt das halt mit Minerva. Das Duo Santona und Vogelsang, das zieht halt. Und sie probiert es mit rauer Kraft und es ist die beste Chance bis jetzt. Einfach mal draufgehauen und Jael Steiner hatte Mühe. Also einfach mal schießen, Luzern. Das scheint die beste Lösung zu sein. Jael Steiner hätte dann den Ball fast noch mal ins Tor kullern lassen. Musste mit der Faust nachrichten. Und sie probieren es wieder, Kappeli. Die Pasquale ist dazwischen, Kappeli. Wieder die Pasquale dazwischen. Kappeli. Gut gespielt.
Köttl, Kappeli. Wieder Kappeli, die geht gut dazwischen. Und erlaubt dem Gegner so nicht, Ruhe ins Spiel zu bringen. Weniger als 8 Minuten Zeit für Luzern, um hier noch die Tore zu schießen, die sie brauchen. Und Buri ist das egal, die spielt den Ball einfach raus. Jede Sekunde, die auf der Uhr bleibt, hilft natürlich Luzern. Lovrinovic. So, mit dem Fehler, holt den Ball aber zurück. Joya Hirt hat ihn wieder. Hirt wartet jetzt 3 gegen 2, aber Grüter liest das Spiel gut. Lanciert jetzt so am rechten Flügel, aber der ist zu langsam. Oh, der Antritt, der hat ihr gefehlt. So. Er hat plötzlich der Antritt gefehlt. 2-3 Meter, die man gut hätte mit etwas Tempo aus der Hüfte rausholen können. Oi, Mirakai am Tor vorbei. Lovrinovic. Und das sind halt die Momente, die Distanzschüsse. Denn übers Spiel scheint es gar nicht zu funktionieren bei Luzern. Dafür ist das Pressing von Minerva zu gut. Dubach. Aber der Ball kommt nicht an. Und das ist das Komische bei diesem Team, bei Futsal Minerva. Sie sind gut, sie haben ein gutes Pressing, aber sie können den Ball nicht gut laufen lassen. Also für mich, Minerva lässt zu oft zu, dass es Unterbrüche gibt. Ein Team, das so dominiert, müsste den Ball länger laufen lassen, die Uhr eigentlich laufen lassen. Den Gegner frustrieren, das schaffen sie nicht. Und dann auch solche Aktionen, misslungene Einkick-Tests, ja, 4 Sekunden verstreichen lassen, es geht doch nicht. Gut gespielt von Luzern, aber der Ball draußen, das ist eine neue, das ist die Frau mit der Nummer 11. Die ist nicht mal auf meinem Matchblatt. Grüter. Aber schon wieder Dubach dazwischen. Hirt mit Buri. Dubach per Kopf vom Tor vorbei. Sie sind nicht Herrinnen der Lage, die Frauen aus Luzern. Und so ist es schwierig, 2 Tore zu schießen. Jetzt von Niederhäusern. Legt ab. Chance für Bigger. Tor! Der Ausgleich für den Futsal Club Luzern. Das Problem ist, die Nummer 11 steht nicht auf dem Matchblatt. Und ich weiß nicht, wer das ist. Da bekommt sie keine Grafik. Tut mir leid. Aber es steht 3-3. Man stelle sich vor, wie schön der Moment gewesen wäre, wenn ich jetzt einblenden könnte, wer das Tor geschossen hat, weil auf dem Matchplatz die richtigen Spielerinnen mit den richtigen Nummern stünden. Dubach Tor! Und plötzlich ist das alles egal, weil Dubach zum 4-3 trifft. Minerva hat no chill und Lydia Dubach macht das 4-3. Hier wieder ein Fehler ausgenutzt durch das Team. Buri spielt, Hirt legt ab und dann Dubach. Es steht 4-3.
kurz war die Luzerner Hoffnung, sehr, sehr kurz. Und trotzdem zwei Tore, weiterhin die Hypothek im Futsal in 5 Minuten und 38, durchaus machbar. Während sich Lovrinovic wehgetan hat und wahrscheinlich nicht mehr mittun kann. Captain Lovrinovic. Das wäre so ein Moment, wo, wenn Gegner einen Physiotherapeuten dabei halten, könnten sie mithelfen. Lovrinovic hat sich da wirklich was verletzt, sieht man sofort. Dieses Knie ist nicht mehr ganz. Oh. Schade, schade, schade. Tut beim Zuschauen schon weh. Hoffen wir, dass Luzern auch ohne seine Spielführerin zu 2 Toren kommen kann. Joya Hirt am zweiten Pfosten wäre Dubach, aber der Ball kommt nicht an. Hirt. Gut gespielt. Dubach probiert es aus der Distanz, geklärt von Krummenacher. 5 Minuten und 13 Sekunden. Dubach und Küttel. Dubach. Der Druck bleibt hoch. 5:06. Timeout. Also, 5 Minuten und 6 Sekunden bleiben uns hier noch, um zu sehen, ob Luzern denn sich die Chance für die Playoffs aufrechterhält. Sie bräuchten mindestens ein Tor, am besten eigentlich 2, denn ein Sieg wäre besser als nur Punktegleichheit mit den anderen Teams. Doch wo wollen sie den Sieg hernehmen? Wo wollen sie den Sieg hernehmen? Die Frauen aus Luzern. Captain Lovrinovic hat sich verletzt, kann nicht mehr mittun. Es fehlt Jasmin im Boden, es fehlt Memmenpeer. Alina Grüter, das ist ihre große Waffe. Aber auch sie hatte heute nicht viel zu melden. Luzern ist nicht im Spiel, dafür hat Santona gesorgt. Der Rekordmeister, der Rekordschweizer Meister Santona mit seinem Assistenten Vogelsang. Sie haben dem Team beigebracht, die Gegnerinnen nicht ins Spiel kommen zu lassen. Das eigene Spiel von Minerva überzeugt mich noch nicht, aber das destruktive Spiel, das passive Spiel, das ist on point. Und deshalb führen sie verdient mit 4:3. 5 Minuten. So lässt den Ball rauslaufen. Dubach, Köppel. Wieder Ball draußen. Das ist eben genau das. Wenn du so dominant sein willst, wie Minerva sein will, dann darfst du solche Sachen nicht spielen. Dann musst du halt den Ball laufen lassen, musst du die Uhr runterlaufen lassen. Erst dann hast du Dominanz über das Spiel. Dubach. Lässt liegen. Köppel von Niederhäusern geht dazwischen. Küttel. So verstolpert den Ball und dann Foul an Guillet. Unnötig. Sie verstolpert den Ball und muss dann ein Foul machen. Und Timeout auch für Santona. Also 4 Minuten und 34 Sekunden trennen uns vom Ende
dieses Spieles. Es kann alles geschehen in dieser Zeit, aber ich zweifle an Luzerns Möglichkeit, jetzt beide Tore zu schießen. Denn bislang waren sie nicht in der Partie. Ich würde so gerne dieses Spiel nochmal sehen, aber um 18 Uhr am Abend. Denn ich glaube, diesen Luzernerinnen tut es nicht gut, so früh am Morgen schon in der Pflicht zu stehen. 10 Uhr, schwierig, auch wenn sie den kürzeren Anreiseweg hatten, die Luzernerinnen. Es ist Fastnacht in Luzern, es ist früh am Morgen, sie sind etwas älter als die Frauen von Minerva. Und dann merkst du das halt schon, die ein, zwei Stunden Schlaf, die dir fehlen. Die Frage ist, ist das jetzt um den Mittag herum egal? Können sie in 4 Minuten und 34 Sekunden noch die zwei Tore schießen, die sie brauchen? Wir werden es gleich erfahren. Vier Minuten 34, keine Timeouts mehr erlaubt. Zwei Tore braucht Luzern. Was geschieht hier? Guillet legt ab für Dubach. Dubach, Guillet, Ball draußen. Wieder versäumt es Minerva, das Spiel zu kontrollieren. Grüter spielt mit von Niederhäusern. Grüter nochmals in den Slot, wo die Frau mit der Nummer 11 wartet. Aber der Ball kommt nicht an. Die Nummer 11, die schon getroffen hat, heute das dritte Tor für Luzern erzielt hat, leider nicht auf dem Matchplatz steht. Und das ist von Niederhäusern. Grüter. Irgendeinmal muss Timo Glanzmann auch die Torhüterin ziehen. Wann traut er sich das? Er braucht zwei Tore, die müssen kommen. Grüter. Oh, Missverständnis. Ball verloren, 3 Minuten 45. Das ist nicht viel, aber es reicht für zwei Tore. Wenn sie denn jetzt reagieren. Grüter. Kappeli. Grüter. Spielt mit Mirakai. Und von Niederhäusern bekommt den Ball nicht. 3 Minuten und 25 Sekunden. 205 Sekunden. Luzern braucht mindestens ein Tor. Zwei, um besser im Spiel zu sein für die Playoff-Plätze. Alin Guillet. Guillet hält den Ball, spielt ab für Gioia Hirt. Das ist Di Pasquale. Di Pasquale gut geblockt. Di Pasquale holt sich den Ball zurück, dank Dubach. Jetzt für einmal etwas Ballbesitz von Minerva. Aber schon wieder vergangen. Leider, können sie das Spiel nicht kontrollieren. Das gibt Luzern etwas Hoffnung, denn sie haben noch 2 Minuten und 55 Sekunden. Gut gespielt von Grüter, aber Guillet, Bucher macht das Foul. Und deshalb geschieht da nichts mehr. 170 Sekunden. Ball bei Küttel. Grüter legt ab. Grüter, Bucher, Mirakai, Bucher. Finde Grüter am Flügel, Grüter. Guter Hakenball kommt, Mirakai hat ihn nicht, Kappeli, oh nein, er rutscht hier über den Rist.
Das wär's gewesen. Das hätte Spannung reingebracht. Das wäre der Ausgleich gewesen. Aber der rutscht hier über den Rist. Schade, schade, schade. Und dann wieder Minerva mit etwas, das minerviert, was mich nervt. Nämlich, dass sie den Ball nicht halten können. Eine Elite-Mannschaft muss den Ball laufen lassen können. Noch 2 Minuten und 7 Sekunden. Küttel ist draußen. Zum ersten Mal. Kappeli, Küttel spielt mit Kappeli. Kappeli sucht Bucher. Bucher, Kappeli. Ball kommt an den Flügel für Mirakai, aber die kann ihn nicht kontrollieren. 1:49. Gut gemacht von Guillet, hat sie da vom Ball getrennt. Jetzt Kappeli, Kappeli legt ab, Küttel müsste schießen, Küttel legt ab. Und dann kann Guillet noch dazwischen grätschen. Guillet ist überall. Aline Guillet. Küttel, gut probiert mit Kappeli, aber jetzt mit Krummenach, aber jetzt der Ball draußen. Noch 1:40. Luzern braucht mindestens ein Tor. Eigentlich deren 2. Ball draußen. 1:35. Küttel wieder draußen. Wieder offensiv. Ball bei Küttel. Küttel mit Bucher, aber der Ball ist zu kurz von Küttel. 1:27. Kappeli legt ab für Krummenacher. Kappeli. Oh, Küttel kommt nicht an den Ball. Schade. Noch 1:17. Steiner wirft weit aus. Direkt in die Hände von Küttel. 1:12. Krummenacher wird bedrängt von Hirt. Der Ball kommt. Kappeli legt ab. Chance für Mirakai. Nein, sie kann ihn nicht kontrollieren. Und Dubach klärt. 59. 2 Tore, 59 Sekunden. Das geht, aber jetzt muss das erste fallen. Eckball für Luzern. Eckball für Bucher. Nein, ein Kick, sagt der Schiedsrichter, kein Eckball. Okay, speziell. Ball kommt, Kappeli, Bucher, Bucher wieder unter Druck. Kappeli wird ihn nicht los, muss mit Bucher spielen. Sucht Krummenacher, Bucher noch 47. Bucher abgewehrt von Budi. 43 und Eckball für Luzern mit Küttel. Der Ball, oh, Kappeli, weit am Tor vorbei. 41. Und ich glaube, dieses Jahr gibt es keine Playoffs für Luzern. Das eine Tor für viel Hoffnung, 2 Tore für weniger Hoffnung. Und jetzt, nein, der Ball am Tor vorbei. Da hatte sie es probiert. Die Frau mit der Nummer 16, Buri, hier ins Empty Net, aber hat es nicht geschafft. 30, aber der Ball kullert nur so weg und deshalb noch 27,5 auf der Uhr. Luzern braucht ein Tor für Hoffnung, 2 Tore für große Sicherheit. Da ist sie, Kappeli, hat den Ball, spielt mit Grüter. Aber Guillet geht dazwischen. Noch 22. Kappeli von Niederhäusern. Küttel. Kappeli. Hirt geht dazwischen. Kappeli hat den Ball. Und raus mit ihm. Noch 15. Ja, Luzern, haben sie noch 12 und die Möglichkeit für das eine Tor noch 10. Wieder, Minerva hat das Spiel nicht unter Kontrolle, sonst wäre die Uhr hier schon lange weg.
Sie müssten eigentlich solche Uhren ablaufen lassen. Das weiß auch Santona, deshalb ist er nicht glücklich an der Seitenlinie. Dabei kann es ihm egal sein. Ein letzter Versuch, Mila Kajoba geklärt von Steiner. Auswurf, Chance Mirakai, aber da ist niemand. Oh. Noch 5 Sekunden. Das hier war die letzte große Chance. Steiner wirft aus, Ball kommt nicht an, noch 1 Sekunde und 8. Grüter. Schießt sie direkt, Grüter probiert es direkt. Mirakai, Basa ist da. Luzern verpasst die Playoffs. Um die Spannung des ganzen Spieltags ist weg. Futsal Minerva nimmt sie uns mit einem 4:3-Sieg. Keine Dominanz, aber was für ein destruktives Spiel. Sie haben zu keiner Sekunde Luzern ins Spiel kommen lassen, keinen Flow zugelassen. 3:4 verliert Luzern, 4:3 gewinnt Minerva. Das heißt, Luzern ist aus den Playoffs draußen. Mobulu und die Lions spielen also jetzt um den 3. Rang, müssen sich keine Sorgen mehr machen um einen möglichen Einzug in die Playoffs, während Minerva sich jetzt fragen muss, wie das aussieht. Mit dem 1. Platz sollte Mobulu ihnen Schützenhilfe leisten. Könnten sie also Saint-Michel als Gegner anvisieren und nicht Team Bühl. Wie stand jetzt aber The Blues? Die kommen gleich in 20 Minuten auf dem anderen Link mit Stars wie Martina Moser, Rihanna Fischer, Rahel Kivitz und so viele weitere. Bis gleich, wir sehen uns in 20 Minuten im anderen Link. Tschüss zusammen.